Kommen wir zum Spiel gegen den VfL Bochum. Da ist natürlich jetzt auch noch mal einiges passiert in den letzten Stunden, denn unser wohlbekannter Herr Robin Dutt wurde von der Mannschaft, kann man fast schon sagen, entlassen. Ja, Bochum galt ja auch so als kleiner Geheimfavorit für einen möglichen Aufstiegsplatz vor der Saison. Und ja, es lief alles ganz anders. Man muss dazu sagen, auch Bochum hat ähnlich wie wir einen großen Umbruch vollzogen. Da sind einige Spieler dazugekommen, einige Spieler haben den Verein verlassen. Und der Herr Dutt wollte da jetzt, ja, ich sag mal, zum Angriff blasen und vielleicht für eine Überraschung sorgen. Das Ganze ging gehörig schief. Der VfL Bochum holte nur 2 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Aber ich muss dazu sagen, ich fand die Leistung insgesamt von Bochum noch nicht mal so schlecht. Man kann natürlich jetzt sagen, im letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden, diese erste Halbzeit, das war schon eine Katastrophe, grenzte auch so ein bisschen an Arbeitsverweigerung. Also ich glaube, wie heißt es im Reportersprech? Offenbarungsei. Alles war echt gruselig. Ja. 0-3 zur Halbzeit gegen Aufsteiger, also das war schon puh, also... Ja, vor allem hast du das Gefühl gehabt, dass man da wirklich nochmal ganz klar den Trainer zeigen wollte, nee, also so funktioniert das mit uns nicht. Warum das jetzt so ist, da sind wir, glaube ich, zu weit weg. Ja, also es scheint irgendwie da einen Bruch zwischen Mannschaft und Trainer gegeben. Genau, und genau, um das einzuordnen, also der VfL Bochum hat gegen SV Wien Wiesbaden gespielt. Wien Wiesbaden führte zur Halbzeit 3-0. Und am Ende stand es dann 3-3 und der SVW in Wiesbaden haben diesem 3-3 seinen allerersten Punkt in der Saison geholt, ist jetzt Tabellen 18. und Bochum ist mit 2 Punkten Tabellen 16. Also es war echt Not gegen Elend und ja, die erste Halbzeit war echt aus Bochumer Sicht total gruselig und man dachte, Wien Wiesbaden schießt die echt dann komplett ab und dann haben sie sich in der zweiten Halbzeit ja, etwas gefangen, die Bochumer. Ja, und so wie es scheint, war das nicht auf Geheiß des Trainers, sondern irgendwie so eine Art Eigeninitiative des Teams. Genau, Anthony Lucia, der Kapitän, und der Torwart Manuel Riemann sollen dann wohl die Taktik umgestellt haben, auf lange Bälle gesetzt haben und ja, im Endeffekt hat man dann halt einfach das Gegenteil von dem gemacht, was der Trainer eigentlich vorhatte. Wie gesagt, warum es zu diesem Bruch kam, ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ich habe mir so gedacht, vielleicht war es der Mannschaft gar nicht so recht, dass es diesen großen Umbruch gab oder so. Ich weiß es nicht. Der Dutt hat ja manchmal schon so merkwürdige Vorstellungen. Wir können ein Lied davon singen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig traurig bin ich natürlich nicht, dass Robin Dutt jetzt nicht mehr Trainer in Bochum ist. Ist jetzt nicht so, ja, mein größter Freund von allen zwei. Genau, die entscheidende Frage ist halt eher, was der Trainerwechsel in Bochum halt für das Spiel dann in Stuttgart bedeutet. Aber ja, jetzt für den VfB ist ja auch irgendwie mehr oder weniger Standard, ne? Also Aue wechselt vorm Spiel gegen den VfB den Trainer. Jetzt am ersten Spieltag zu Hause gegen Hannover. Mirko Slomka macht sein erstes Wiederspiel quasi für Hannover und jetzt gegen Bochum hat er wieder einen neuen Trainer, aber wie Tim Walter sagt, ihm ist das irgendwie völlig egal und wir ziehen unser Ding durch und dann passt das schon. Ja, mir wäre schon ein bisschen lieber gewesen, man hätte vielleicht erst nach dem Spiel in Stuttgart den Trainer gewechselt. Ja, dann hätte auch gleich der Herr Dutt bei seiner Frau dann in Zuffenhausen bei ihrem Friseursalon und so. Also, na, ich sehe nämlich schon eine relativ große Qualität eigentlich im Kader vom VfL Bochum. Also der Ganvula zum Beispiel im Sturm, den finde ich richtig gut. Ja, der hat auch schon 2 Tore geschossen, 2 Vorlagen in 3 Spielen, hat einen Dreierpack in den DFB-Pokal erzielt. Also das ist schon eine richtige Granate, auf den müssen wir aufpassen. Der kam vom RSC Anderlecht zu Beginn der Saison. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danny Blum hat ein paar gute Spiele abgeliefert, hat zweimal einen Elfmeter verwandelt. Gut, das ist jetzt vielleicht noch nicht so die große Kunst. Das schaffen auch viele andere. Aber ich finde insgesamt seine Leistung ganz ansprechend. Also ich habe mir die Mühe gemacht, in Anführungsstrichen heute, die Spiele mir nochmal anzugucken vom Bochum. die 4, die sie bislang in der zweiten Liga absolviert haben. Und das sah gar nicht so schlecht aus, was Danny Blum da gezeigt hat. Außerdem hast du mit Meyer und Lossia im Zentrum 2 solide, gute Spieler. Dann haben sie sich von Arsenal einen sehr interessanten Rechtsverteidiger ausgeliehen. Osei Tutu. Ja, genau. Also das ist ja auch ein richtig starker Spieler. Der ist irgendwie erst in der 70. nur so reingekommen. Ja. Und der hat ja total Alarm, hat ein Tor geschossen und der war ja jederzeit total gefährlich. Also da bin ich mal gespannt, was dann vermutlich Emiliano, so heißt er, Insua, ja, dann gegen ihn ausrichten kann, weil der wird auf ihn zukommen und der war ja offensiv halt schon sehr, sehr gefährlich.
Also das war auch ein Spieler, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn es schnell gehen muss, ist das der richtige Mann über rechts. Ja. Also würde mich nicht wundern, wenn der beginnt gegen Stuttgart. Und dann hast du natürlich immer noch so Leute wie Simon Zoller mit im Kader, die ja jetzt vielleicht nicht mehr so die große Zukunft vor sich haben, aber das sind halt einfach solide Knipser, die treffen, wenn du sie einwechselst, wenn es sein muss. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon ein Tor geschossen, Zoller, und eine Vorlage und hat eigentlich nur 66 Minuten gespielt. Also das ist jetzt keine schlechte Ausbeute, wenn man ja halt auch berücksichtigt, dass das Bochum ja einfach wirklich eigentlich einen grotten Saisonstart hatte. Aber du merkst es selber, die haben halt schon ein paar treffsichere Leute da vorne drinne und haben auch schon mehr Tore erzielt als wir zum Beispiel, ja, in den ersten vier Partien. Und das ist schon eine Ansage. Also man muss da aufpassen, die können nach vorne gefährlich werden und sie haben gegen Hamburg, fand ich, über weite Strecken gezeigt, dass sie ja auch ihr Tor ganz gut verteidigen können. Dass das vielleicht nicht über 90 Minuten reicht, okay. Aber ich sehe da wirklich eine schwere Aufgabe auf uns zukommen und man sollte sich da jetzt nicht vom aktuellen Tabellenplatz und vom Saisonstart täuschen lassen. Also das wird eine schwere Aufgabe, glaube ich. Ich glaube auch, dass man sehr defensive Bochumer erwarten darf, vielleicht nicht ganz so defensiv wie Aue, aber das geht, denke ich mal, so in die Richtung St. Pauli, das erwarte ich da. Und dann wird es in den Umschaltmomenten vermutlich häufiger mal brenzlig werden mit dem Tempo, das sie erzeugen können und mit der Rustikalität, die so ein Ganvolu, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, ja, das ist aber auch schwierig, wenn du die Spieler nicht regelmäßig siehst, sondern einfach jetzt in der zweiten Liga dann zum ersten Mal über die stolperst. Ganvolu, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja, wenn der dann mit seiner Rustikalität vorne versucht, sich Räume zu schaffen. Also da bin ich mal gespannt, wie wir dagegen vorgehen. Am besten wäre es natürlich mit einem frühen Tor von unserer Seite aus. Oh, das wäre mal ja, was, ne? Das wäre einfach so mal gut. Ja, so gegen Hannover oder so. Zehnte Minute einfach mal so ein Ding reinwemsen und in der 19. Minute dann ja, einfach schon mal das 2-0 hinterher schieben, das würde mir ganz gut tun aktuell. Ja, ja. Ja, dann muss man natürlich abwarten, wer beim VfB fit ist oder beziehungsweise fit wird. Mario Gomez ist ja immer noch so ein bisschen angeschlagen. Da heißt es, dass es ganz gut aussieht für nächste Woche Montag. Bei Marc-Oliver Kempf ist man sich da noch nicht ganz so sicher. Das scheint eher eine zähe Angelegenheit zu sein bei ihm, aber ja, also er hat ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, muss man ein bisschen abwarten. Und ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel jetzt über die Bochumer sagen, weil ich glaube, die haben bislang nicht das abgerufen, was sie eigentlich könnten. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir einen ganz anderen VfL Bochum in Stuttgart sehen werden, als ja zuletzt unter anderem gegen Wien Wiesbaden. Ich denke, wir sehen den VfL Bochum, den man gegen Hamburg sehen konnte. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, was die Umschaltmomente angeht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ja, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Weiß nicht, ob du noch was zu Bochum nachtragen möchtest, aber eigentlich gibt's da nicht mehr allzu viel zu sagen, oder gibt's? Nö, also ich würde gerne so sehen wie am Sonntag in der ersten Halbzeit gegen Wien Wiesbaden. Das war für mich relativ überzeugt, als dann mit 0-3 in die Pause gegangen sind. Aber ich befürchte auch mit neuem Trainer und einer Taktik, die auch der Mannschaft dann passt, dann wird das eher nicht so kommen. Aber ja, auch da, wenn du der VfB Stuttgart bist und zu Hause spielst, dann vor vermutlich ausverkauften Haus, dann musst du auch gegen VfL Bochum gewinnen.